der einen Seite sitzt die SPÖ Plus oder weiß nicht, wie sie dann in Zukunft auftreten wollen. Das ist eine, was der Herr Babler, der Marxist ist oder doch nicht Marxist ist, der sich halt täglich neu überlegt, was der darstellt und sehr, sehr viele ganz weit linke Positionen einnimmt. Also da müssten ja Leute, den Grünen schon Angst und Schrecken kommen. Und auf der anderen Seite sitzt ein Regierungsvertreter, der Vertreter der stärksten Regierungspartei hier und muss aber auch gleichzeitig zugeben, dass die Regierung nichts weitergebracht hat und genau auf diese Probleme der Teuerung und so weiter und so fort nicht eingegangen ist. In Wien gibt es eine SPÖ, die die Teuerung mitverantworten muss. Da gibt es eine Bundesregierung, die es auch tut. Dann gibt es noch Grüne, die mit dabei sitzen und alles tun, damit dass der tägliche Verkehr nicht mehr leistbar wird. Und sie setzen einfach nur ideologische Sachen durch. Das kommt noch dazu. Aber nein, im Grunde sehe ich überhaupt kein Problem, irgendwo zerrieben zu werden, sondern im Prinzip ist das, was heute hier stattfindet und die letzten Wochen schon stattgefunden hat, ja der Beweis dafür, dass es eine starke politische, stabile Kraft gibt. Und das ist die FPÖ mit Herbert Kickl. Und es zeigen ja auch die Umfragen, dass wir freiheitlich momentan das Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen. Wir haben in den letzten Jahren schon versucht, viele Antworten auf die Probleme zu geben, die unsere Gesellschaft derzeit hat, auch im Zusammenhang mit der Teuerung. Die Roten haben sich dazu entschlossen, in vielen Bereichen Abstimmungen zu verweigern. Ich bin auch gespannt, wer hier dann bei Ihnen dann schlussendlich den Ton angeben wird, weil es ist eines klar, die Partei ist in drei Teile zerfallen, also wie das dann im Nationalratsgroup ausschaut. Und ob sie da einsatzfähig sind oder nicht, werden die nächsten Tage weisen. Aber nein, wie gesagt, wir fühlen uns gar nicht zerrieben, sondern eher bestätigt. Wir haben immer gesagt, die ÖVP kann die Regierung nicht, sie ist mit sich selbst beschäftigt. Dass die SPÖ in der Phase jetzt aber hergeht und selber einen Eitelkeitsprozess vom Zaun bricht, der seinesgleichen sucht, ja, und noch damit dafür sorgt, dass die ÖVP aus den Schlagzeilen verschwindet mit René Benko und Co. All diese Dinge, die uns jetzt im Nachgang noch erreichen, das ist ja auch ein Kunststück, das man mal zu Wege bringen muss. Aber ja, man muss es zur Kenntnis nehmen und ich hoffe tatsächlich, dass wir insgesamt bald von der Geiselhaft dieser Bundesregierung da drüben befreit sind und endlich auch die Möglichkeit haben, mit einem Neuwahlantrag zu den Wahlurnen zu gehen und einmal klare politische Verhältnisse herzustellen.